Einer der jugendlichen Teilnehmer im Magic Campus, der Jerome Weidmann, möchte sich sehr gerne in einem Freiwilligenprojekt in Indonesien für die Korallenriffs einsetzen. Er hat eine Crowdfunding-Kampagne lanciert und ich hatte Gelegenheit, ihm einige Fragen dazu zu stellen. Es geht vor allem um Meeresschutz und auch, dass man die Community dort weiterbildet in diesem zu diesem Thema. Also wir werden dort die Riffe überwachen und schauen, von welchen Arten es dort genügende gibt, welche bedroht sind und welche man schützen muss. Und das dann der Regierung oder anderen Organisationen weiterleiten, damit die dann dementsprechende Maßnahmen treffen können, um diese Arten zu schützen. Außerdem wird dort Korallen gezüchtet, um Stellen vom Riff, die kaputt gegangen sind. Zum Beispiel gibt es dort eine Stelle, die ist von einem Kreuzfahrtschiff überfahren worden sozusagen, wo das Riff kaputt ist. Dort werden neue Korallen eingepflanzt, die dort gezüchtet wurden. Dann wird einfach der Strand geputzt, geholfen, dass dort alles sauber ist und die Recyclingabläufe gut laufen. Dann, es gibt dort invasive Arten, die dem Riff schaden, zum Beispiel die Dornenkronenseesterne. Das sind Seesterne, die fressen Korallen auf. Und wenn das zu viele dort gibt, dann fressen die das ganze Riff auf und am Schluss gibt es keine Korallen mehr. Also wird geschaut, dass es dort zwar genug von denen gibt, sodass es im Gleichgewicht ist, aber halt nicht zu viele. Und schlussendlich werden noch Foto-IDs von Mantarochen gemacht, damit man die Mantas, die es dort gibt, identifizieren kann und schauen, wo die sich sonst noch aufhalten. Und ja. In Raja Ampat, dort, wo das Projekt stattfindet, ist noch eine der größten Artenvielfalten an Korallenriffen weltweit. Die Korallen sind sehr wichtig für das Ökosystem Ozean und auch für unser Klima, für den Küstenschutz, für die Bevölkerung dort. Die Bevölkerung lebt quasi vom Fisch, den sie an den Korallenriffen fangen. Wenn es die Korallenriffe nicht mehr gibt, dann haben die nichts mehr zu essen. Oder wenn ein starker Sturm oder Tsunami kommt, dann sind die Korallenriffe dazu da, die Wellen abzuschwächen, sodass dort nicht so viel kaputt geht dann. Ja, die haben total viele wichtige Faktoren für die Umwelt dort. Zum Beispiel Überfischung, Vermüllung, der Klimawandel. Ja, die sind total sensibel. Wenn das Wasser dort zu warm ist, dann fangen die an, ihre Symbiosen aufzugeben und werden alle weiß und sterben dann, wenn sich es nicht bessert, schlussendlich auch. Das kommt auch aufs Wetter drauf an. Also wenn man tauchen kann, dann taucht man viel. Es wird vor allem so sein, dass man am Vormittag entweder in der Community Schule macht, also Unterricht gibt, sie aufklärt und dort hilft, zum Beispiel Häuser bauen oder sowas. Und am Nachmittag wird dann getaucht, um die Bestandsaufnahmen zu machen oder ähnliches. Die sind sehr offen mit ihren Finanzen. Also ein Teil brauchen sie, um das Haus zu bezahlen, wo ich
bleiben werden, das Essen, und dann die ganze, also nicht das ganze Equipment, einen Teil muss ich mieten, aber sie geben mir auch einen Teil davon und die Flaschen auffüllen und sowas. Dann haben die auch ganz viel, also nicht viel, aber halt, sie haben eine Person, die zuständig ist, um mit der Bevölkerung dort zu reden, also die Indonesisch und Englisch kann. Und jemanden, der für das Essen zuständig ist und fürs Tauchen. Die müssen halt alle bezahlt werden. Und ein Teil geht dann auch immer noch an Community-Projekte. Also zum Beispiel haben sie der Community dort einen Computer geschenkt, damit die Kinder ins Internet können. Oder sie stellen dort Solarpaneele auf, damit die Leute Strom haben, um sich sauberes Trinkwasser zu machen oder nichts. Die erste Woche dort ist im Prinzip nur Ausbildung. Also man wird dort zum Advanced Open Water Diver ausgebildet und muss auch eine extra Prüfung noch bestehen, damit man gut tarieren kann, damit man dort das Riff nicht kaputt macht oder ähnliches. Und man wird von einem Meeresbiologen ausgebildet, um diverse Fisch- und Pflanzenarten zu bestimmen, damit man dann auch zuverlässig dort die Bestände aufzeichnen kann und dann nicht irgendwie was Falsches einträgt oder sowas. Ich will mindestens 4 Wochen, weil ich finde, sonst lohnt sich die lange Reise nicht. Aber wenn ich die Chance dann hätte, wenn es mir sehr gut gefällt oder ich genug Geld zusammenbekomme, dass ich dann auch 6 Wochen oder so bleiben kann.